hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich habe wieder Kraft geschöpft, Ideen geschöpft, habe mich neu eingekleidet, damit ich im neuen Video auch wieder hoffentlich gut gekleidet aussehe. Ja, und habe dann auch so nach Ideen gesucht und deswegen gibt es heute ein richtig schönes Video so zum Thema Landlust und Pfingstrosen. Also, lasst euch überraschen! Ja, also ich habe dann ich habe ja ein sehr schönes Kartenregal, was ich ja auch schon mal gezeigt hatte. Und dann habe ich einfach in meinem Kartenregal rumgeguckt und habe gedacht, was gibt es denn für schöne Themen? Und das eine Thema, was das Thema der Zeit ist, ist Pfingstrosen. Da zeige ich euch mal eine Blüte als Vorschau, damit ihr mal einen Eindruck habt, was ich heute zeige. Das ist, oh, wow, das ist, die muss man schon streicheln, weil die so schön ist. Ja, das ist also eine traumhafte Premium-Peonie, die nennt sich Bowl of Cream. Eine wunderschöne Sorte von meinem tollen Partner Don Peony. Da zeige ich euch gleich mehr dazu. Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn so Schönes machen? Was passt zu diesen traumhaft schönen Blüten und zu dieser Zeit? Und da, Moment, ich lege gerade mal meine Peonie weg. Und da habe ich dann einfach mal so Motive angeguckt und gedacht, das ist ja so schön, wenn man so stimmungsvolle Gefäße nimmt, diese schönen Karaffe oder auch schöne Schalen aus diesem Keramik. Und da habe ich einfach mal ein bisschen gesucht und kam auf diese tollen Ideen. Das ist jetzt eine Vorschau auf das nächste Video, die Karaffe und diese wunderschöne Suppenterrine. Es gibt heute keine Suppe, nein, aber es gibt in dieser traumhaft schönen Suppenterrine ein Gesteck mit Peonien. Und dazu gehen wir jetzt mal in den Bindebereich, weil da zeige ich euch dann mehr dazu. Und ich habe natürlich das jetzt hier so schön mit diesem bepflanzten Topf arrangiert und fand es einfach so stimmungsvoll. Da kann man eigentlich nur gute Laune haben, oder? Okay, also dann gehen wir jetzt mal rüber, weil da gibt es die Neuheiten. So, ich habe Post bekommen. Ich liebe Post. Und die Post ist, wie gesagt, von meinem super Lieblings-Premium-Partner, Don Peony. Die machen wunderschöne Pfingstrosen von den eigenen Feldern. Das ist Gärtnerqualität. Die beiden, genau, Sebastian und Susanne Sauer, die machen Peonien. Die kann man sich hier in diesen schönen Schachteln schicken lassen von April bis Juni. Und also jetzt ist Zeit, die Peonien direkt für die eigene Vase schicken zu lassen. Das Tolle ist, die sind verpackt, die sind nicht in Folie wie viele andere Blumen, die man immer sieht, sondern die kommen in Papier. Und also das Laub ist total knackig, das ist wunderschön. Und wir haben uns auch ein sensationelles Angebot für euch ausgedacht. Das kommt dann gleich noch. Es lohnt sich immer dran zu bleiben und zuzugucken. So, ich mache mal den Flyer von den beiden, lasse ich mal hier beim Video dabei. So, ja, und damit ich euch im Video nicht langweile, habe ich die Peonien schon ausgepackt und ich wollte auch nicht so lange rascheln. Hier gibt es immer so schön in dem Papier die Sortenbezeichnung. Die haben wir jetzt rausgenommen. Und damit wir die schön zeigen können im Video, Moment, ich nehme mal die Schachtel weg. So, haben wir alle Pfingstrosen. Die kamen jetzt heute erst alle an. Wir haben die alle in eine große Vase gestellt. Und guckt euch mal an, wie toll, wie knackig dieses Laub ist und wie schön die ankommen. Und das sind jetzt wirklich, es beginnt jetzt mit den Pfingstrosen, weil es war sehr kalt von der Jahreszeit her. Und die haben leider ein bisschen gebraucht, die hätten gern ein bisschen mehr Temperatur. Aber jetzt geht die Pfingstrosensaison dann los und es kommen jetzt auch nach und nach immer mehr Sorten. Und
zum Thema Päonien direkt vom Feld zu euch nach Hause. Hier sind übrigens diese Sortenschildchen dann auch dabei. Das ist jetzt zum Beispiel die Sorte Red Charm. Ja, die haben wir jetzt immer ausgeschnitten und haben sie dazu gemacht. Und hier gibt es dann also ein wunderschönes Sarah Bernhardt. Ja, also es gibt hier ein wunderbares Potpourri dieser aktuell verfügbaren Pfingstrosensorten, die Sorte Kansas. Ja, und hier, was ich eingangs gezeigt habe, das ist die Bowl of Cream. Die ist jetzt natürlich in einem wunderschönen Blühzustand für das Video. Ja, und da zeige ich euch jetzt erstmal das Video Päonien direkt vom Feld zu euch nach Hause. Das gibt mal so einen Eindruck, was in Unterfranken auf diesem Hof, was für eine tolle Produktion dort ist. Und jetzt komme ich natürlich auch, ich wollte euch ja immer eine Idee zeigen zu Päonien, auch Ideen, die für euch gut nachzumachen sind. Und da habe ich heute jetzt diese, ja, Omas Suppenterrine habe ich mir ausgeliehen und habe gedacht, Suppe finde ich auch klasse, aber heute gibt es eine schöne Idee zum Nachmachen mit einem Steckschaumziegel und, Moment, mit einem Steckschaumziegel, ein Gesteck, das ich hier in diese Suppenterrine machen möchte. Und den Steckschaumziegel, den wirft man einfach nur hier auf das Wasser drauf und lässt ihn untergehen. Nicht drücken, auf keinen Fall drücken, ja, weil der macht sonst so Kammern, dass der nicht ganz durchweicht. Und den kann man jetzt mal reinwerfen, 2 Minuten vergessen und dann ist der voll mit Wasser. Ja, meine Terrine. Die möchte ich gern füllen und dazu gibt es jetzt natürlich ein schönes Angebot. Und zwar, das haben Don Peoni und ich haben das so in Kooperation uns ausgedacht. Gibt es jetzt ein ganz tolles Angebot und zwar, das ist 10 Premium-Päonien. Da kann man nämlich davon 5 Stück hier nehmen für ein schönes Gesteck und 5 für das nächste Video. Da zeige ich nämlich was Tolles für die Karaffe. Das heißt, das ist so eine schöne Kombi und in diesem Paket gibt es ein Ziegelsteckschaum. Und das ist ein Angebot für 31,50 plus Versand. Und das könnt ihr nicht bei mir bestellen, bitte bei Don Peoni im Webshop. Und da ist extra dieses DIY-Paket drin. Und ach ja, es gibt ja noch ein kleines Goodie. Es gibt auch noch mit dem Rabattcode Margit, also nur ein Name, 5% Rabatt. Genau, jetzt habe ich euch alles dazu gezeigt. Und jetzt zeige ich euch auch, was ihr Schönes machen könnt, um für euer Zuhause diese schönen Päonien zu gestalten. Der Ziegel ist jetzt durchgeweicht. Der Wassereimer kann also weg. Ich benutze sehr gern zum Schneiden des Steckschaums einfach ein altes Kuchenmesser. Das ist wunderbar. Und der Ziegel passt jetzt natürlich so auf keinen Fall rein. Also wir müssen den einfach an das eigene Gefäß ein bisschen angleichen. Und dazu gehe ich einfach her, schneide mal die Ecken ab und nähere mich der Form an.
So, und dann, ja, so langsam wird's. Aber ich denke, wir müssen noch ein bisschen, der ist noch ein Tick zu groß. So. Und dann habe ich doch eigentlich schon eine sehr schöne Steckbasis. Ja, das finde ich, sieht jetzt gut aus. Wenn man diesen Steckschaum reindrückt in die Schale, dann auf jeden Fall mit flacher Hand. Also nicht so, weil dann macht ihr Dellen rein. Das wäre dann kontraproduktiv. Bei Gestecken auf jeden Fall immer ein bisschen Wasser aufgießen, so dass wenn die Steckmasse trockener wird. So, also ich würde noch mehr, meine Kanne ist leider leer. Ich würde tatsächlich bis 2 Finger breit unter Gefäßhöhe würde ich das Wasser aufgießen. Das könnt ihr ja dann zu Hause machen. So, und dann bin ich natürlich immer auf der Pirsch nach schönen Materialien, die ihr im Garten, in der Natur, die ihr finden könnt und die man auch schön verwenden kann. Das heißt, dass das mit einfachen Mitteln nachzumachen ist. Also ihr könnt hier das Basismaterial, das könnt ihr bei Don Peony bestellen. Und ansonsten macht ihr einfach einen schönen Spaziergang und guckt mal, wo es also eine tolle Efeu-Ranke gibt. Nehmt ein scharfes Messer. Scharfe Messer sind immer wichtig und gut. Da zeige ich euch auch nochmal den Bestelllink, weil es gibt eigentlich bei mir zwei Partner. Das eine ist Don Peony, das andere ist Floristik24. Und es ist tatsächlich, das sind die Sachen, die man sehr, sehr gut gebrauchen kann, um floristisch tätig zu sein für das eigene Heim oder für Geschenke. So, ich habe jetzt hier die Efeu-Ranke. Die ist natürlich ein bisschen störrisch. Und um die mal kurz zu zähmen, nehme ich Draht, einen Steckdraht und mache ein kleines U und zack, schon ist die Ranke fest. Also da habe ich so Drahtstückchen. Wenn ich andere Arbeiten mache und Draht nehme und ich habe so Stückchen, dann hebe ich mir die einfach immer auf, steck die in ein Gläschen und an so Tagen wie jetzt, der war zu kurz, an so Tagen wie jetzt kann ich diese Stückchen wunderbar gebrauchen. Aber wie man sieht, sie dürfen nicht zu kurz sein. Ja, wenn ich mal ein bisschen längeres brauche, sonst passiert nämlich sowas wie jetzt, dann nehme ich einfach so, dann nehme ich ein längeres Stückchen und dann ist auch Ruhe. Ja, Efeu hat ja öfters so schöne große Blätter. Die sind natürlich ein Traum. Die habe ich extra hier aufgehoben fürs Video. Und habe gedacht, ach, das ist so toll, um die Steckmasse abzudecken. Ich schneide das Efeublatt an. Das geht gleich noch runter, kein Problem. So, ich mache immer einen frischen Anschnitt mit dem Messer, einen schrägen, und stecke den Efeu in die Steckmasse ein. Und wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte gern, dass der von Anfang an hier ein bisschen tiefer ist, nehme ich wieder ein Drahtstückchen, mache das rein, zack, und der Efeu sitzt. Ich habe extra ein Grün geschnitten, von dem ich sagen wollte, dass ihr das nicht verwenden solltet. Das ist jetzt vom Birnbaumzweig, das sind ganz frisch ausgetriebene Blätter. Die sehen jetzt toll aus, aber die sind so frisch, dass die nur am Baum halten. Und wenn ich diesen Zweig jetzt anschneide und hier in die Steckmasse reinstecke, dann wird dieses Grün meistens schlapp. Also wenn ihr jetzt vor allem jetzt um diese Zeit so frisch ausgetriebenes Grün könnt ihr leider nicht gut verwenden. Würde ich lassen. Und wenn ihr was benutzt, also das tue ich weg. Und wenn ihr was benutzt an Grün von draußen, dann nehmt Blätter, die richtig schön dunkelgrün sind. Ja, und die eben schon so richtig schön ausgereift sind, weil ansonsten könnt ihr das leider nicht gut verwenden. Ich habe jetzt den Efeu auch genommen, schneide hier so Stückchen, guckt, dass ich hier so ein Stück frei habe zum Stecken und kann noch mal in die Steckschaumbasis so ein bisschen Efeu stecken. Aber wie gesagt, immer darauf achten, dass der Efeu schön, ja, ausgereift ist auf jeden Fall. So, dann nehme ich noch 2 Stückchen und dann habe ich noch für meine Basis noch mal ein sehr schönes Grün. Also das jetzt immer darauf achten, dass das Grün nicht zu hoch kommt, weil ich möchte ja, dass die Blüten, die ich da reinmache, dass die Hauptrolle spielen und nicht das Grün.
Und dann habe ich noch was Wunderschönes ergattert. Ach, ich liebe es. Kennt ihr Glanzwispe? Haben bestimmt viele von euch Hecken im Garten. Glanzwispel oder auch Photinia Red Robin genannt. Das ist eine traumhafte Pflanze. Auch hier, wenn ich die jetzt abschneide, ganz wichtig, auf jeden Fall einen schrägen Anschnitt machen, immer. Und also ich würde jetzt auch dieses Gesteck oder wenn das jetzt so angeschnitten ist, ich würde es nicht in die Sonne stellen, ja, weil das dann schafft die Pflanze nicht genügend Wasser in diese knospigen Blüten und dann neigen die doch leider zu schlappen. Aber ich finde sie traumhaft schön. Und noch so ein kleiner Trick, ich habe jetzt hier mein Efeublatt und das würde ich gern für die Abdeckung der Steckmasse nutzen. Nehme das Messer, bohr einfach ein kleines Löchchen und dann kann ich auch ganz locker durchstecken, ja, durch dieses Efeublatt. Bloß, was ich dann mache, ich bohre oft ganz gern öfters vor und dann steckt sich's leichter. Und und so mit ein bisschen Glanzmispel, sieht man schon, habe ich jetzt mir also eine schöne Basis geschaffen. So. Und es erleichtert immer das Stecken, wenn man so eine schöne Grünbasis. Und jetzt kann man sich dann noch die Pfingstrosen dazu suchen. Und ach, was wäre schöner, als zu dieser wunderschönen Terrine die Bowl of Cream, die Königin. Ich stecke die größte, die schönste und größte. Ich lasse mal das Sortenschildchen hier vorne liegen. So, die schönste und größte, die kommt natürlich in die Mitte. Das ist jetzt die Königin. So. Habe jetzt mit dem Messer einen schrägen Anschnitt gemacht und stecke. Und man ist natürlich auch verlockt, dieses Pfingstrosengrün. In der Vase würde ich das jetzt verwenden. Im Gesteck habe ich jetzt natürlich auch andere Blüten genommen. Und man kann dieses Pfingstrosengrün natürlich im Strauß mitverwenden. Also was ich auch noch hervorheben möchte, ist, es ist nicht jede Peony oder auch Pfingstrose hat so einen tollen Stiel. Und die sind, also wenn man das hier so sieht, was das für eine kräftige, was für ein kräftiger Stiel und was für eine tolle Blüte, das ist wirklich außergewöhnlich. Also ich arbeite ja schon lang mit tollen Pflanzen und Blüten zusammen, aber das ist ein echtes Highlight. Und auch hier immer ein schöner, schräger, frischer Anschnitt ist immer gut. Und dann suche ich mir noch ein Plätzchen. Und also eigentlich wollte ich 5 Blüten nehmen, aber ich finde, wenn ich jetzt noch ein bisschen was Feines, Weißes nehme, hier auch das sind jetzt nur ein paar Stückchen Schleierkraut, dann finde ich es eigentlich, diese Terrine mit diesen 3 Blüten schon wunderschön dekoriert. Und ich finde, die braucht nicht mehr. Die ist so schön und es ist so ein tolles Blütenmaterial. Und man sieht hier auch so schönes Grün und diese ganze Gestaltung, die machen so viel aus. Man macht wirklich die Stimmung. Und das sage ich auch ganz oft zu Kunden übrigens. Die Grün macht im Strauß und in den Gestecken so viel Stimmung. Und es lohnt sich wirklich, dann tolles Grün zu sammeln oder darin zu investieren. Und hier ist es jetzt auch wirklich nur, ich glaube, das ist nicht mal ein halber Stiel Schleierkraut, den ich reingemacht habe. Und schon ist es ein absoluter Hingucker für die Kaffeetafel, oder? Toll. Ja, also das ist jetzt der erste Teil der 2 Videos zu dem DIY-Angebot. Wie ich gesagt habe, ich schreibe es euch nochmal rein, ich mache euch ein Foto rein und ihr könnt dann auch eure Pfingstrosen mit Steckmasse bestellen und könnt euch mit euren schönen Gefäßen so ein tolles Gesteck in eure Suppenterrine machen. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart beim Video
und wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen und beim Bestellen, beim Erhalten. Paket aufmachen ist ja immer so schön. Viele schreiben ja, auch wenn meine Pakete kommen, Margit, es ist wie Weihnachten. Für mich ist auch wie Weihnachten, wenn die Pakete vom Holzeggerhof kommen. Das ist toll. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachmachen. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.